Es folgt eine tatsächliche Berichtigung von SPÖ-Abgeordneten Josef Muchic. Die Hackler-Regelung wurde übrigens vor gar nicht allzu langer Zeit wieder eingeführt. Im September des vergangenen Jahres wurde die entsprechende gesetzliche Regelung im Nationalrat auch mit den Stimmen der ÖVP-Abgeordneten beschlossen. Der Herr Bundeskanzler Kurz hat in seinem Statement ausgeführt, dass es vor der letzten Nationalratswahl im September 2019 in einer Nacht- und Nebelaktion ein Wahlzuckerl mancher Parteien für eine abschlagsfreie Pension gegeben hat. Ich berichtige, bei diesen manchen Parteien war vor der Nationalratswahl auch die ÖVP mit dabei, die hier mitgestimmt hat. Und das ist einfach nur scheinheilig, vor der Wahl den Menschen das zugestehen, um ihnen nach der Wahl das wiederzunehmen.